Hallo mein lieber Fisch und schön, dass du da bist. Willkommen zur Augustlegung 2022 und ich schaue mit dem Licht- und Schattentarot für dich im August rein. Und zwar schaue ich immer auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich im August bei dir zeigen möchten. So, für meine lieben Fische im August. Was wird sich zeigen? Das ist natürlich eine allgemeine Legung für mein Abonnentenkollektiv. Schau immer, ob du in Resonanz gehst und nimm nur das für dich mit, was für dich wichtig und stimmig ist. Wohohoho, die zwei der Kelche. Viele sind hier bereits in einer sehr liebevollen Verbindung, Partnerschaft. Ja. Das hier ist etwas Bestehendes, aber vielleicht auch sehr Frisches oder beziehungsweise etwas, das hier neu aufgelebt wurde, belebt wurde. Danke übrigens für die lieben Kommentare. Es freut mich, wenn dir meine Videos gefallen. Für private Legungen schau gerne auf meine Homepage unten in der Videobeschreibung. Königin der Münzen, Stabilität, Stabilität in Verbindungen kommt mir hier rein, ja. Ein sehr schönes Miteinander, aber nicht nur eine Liebelei, nein, das ist wirklich etwas Verbindliches, etwas Stabiles. Ja, und es zeigt sich mir hier, dass ihr beide hier Mann sowie Frau, ihr seht hier die beiden Hände, erstens mal ein ganz wundervolles Miteinander, ein respektvolles Miteinander, so wie ein, jeder schaut so auf den anderen hoch, ja, mir kommt hier rein, vielleicht seid ihr hier ganz unterschiedlich in etwas, zum Beispiel beruflich oder auch privat. Vielleicht seid ihr ganz unterschiedlich, aber beide schauen hier hoch jeweils zum anderen, ja, und bewundert den anderen, beziehungsweise schätzt den anderen sehr, sehr respektvoll hier, da beide hier ausgeglichen sind, sehr freudvoll und das zeigt hier einfach dieses wunderschöne, harmonische Miteinander. Für manche, falls ihr nicht in einer Partnerschaft seid, ja, und das Ass der Stäbe noch, sehr feurig, sehr verbunden im Geistigen, sehr ganz, ganz wunderschöne Verbindung zeigt sich hier. Für manche, die hier nicht in einer Verbindung stehen, das ist wirklich nur für wenige, kann es hier sein, dass ihr hier beruflich ein absolut wundervolles Miteinander habt, ein sehr stabiles, ein sehr freudvolles, feuriges Miteinander habt hier beruflich. Für die meisten ist es jedoch eine Partnerschaft bzw. auch eine Freundschaft bei manchen, die hier ganz, ganz erfüllend ist. Nein, das sind zu viele hier. Es hat sich aber der Herrscher gezeigt. Vielleicht triffst du hier auch im August die Entscheidung, dich mit jemandem zu verbinden, den du bereits kennst, den du bereits vielleicht beobachtest, schon längere Zeit, kann ja auch bei manchen hier der Fall sein. Ja, dass du dir hier jetzt einfach eine Verbindung wünscht auf Herzebene, auf auch eine gerechte, respektvolle Verbindung. Und das zeigt sich hier nochmal mit der Gerechtigkeit und dem Ritter der Kelche, was hier auf dich zukommen wird auch, ja. Du wünschst dir hier Gerechtigkeit, ein respektvolles Miteinander und das wird hier auch
im August auf dich zukommen, wo du dir es auch wünscht, ob es beruflich ist, in einer Partnerschaft. Es wird hier auf dich zukommen und es wird hier ganz automatisch hier in den Ausgleich gehen, weil du selbst einfach auch so eine respektvolle Person vielleicht bist und ehrlich, treu und hier einfach in die Verbindung gehen möchtest. Hier zeigt sich nochmal das Ass der Kelche, was das Ganze nochmal bestätigt. So, und ich lege mit dem Witches Tarot noch genauer in die Situation. Also das hier zeigt sich ja momentan nur Harmonie, aber auch eine frische Verbindung oder wie ich am Anfang schon sagte, eine Verbindung, die hier neu aufgefrischt wird. Sehr, sehr frisch, sehr, sehr respektvoll, sehr, sehr schönes Miteinander, auch dieses Wertschätzen. Jeder hat so seinen eigenen Wert erkannt und jeder erkennt dann natürlich auch den Wert des anderen. Hopp, 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 hopp. Und es geht weiter. Die Sechs der Münzen, was hier einfach auf dieses harmonische Geben und Nehmen, dieses harmonische Miteinander, was hier einfach herrscht. Und hier ein König der Kelche, hier zeigte sich ja der Page der Kelche, also ganz klar hier ein Pärchen, eine Königin der Münzen und ein König der Kelche, was hier auch wirklich auch göttlich geführt ist, einfach diese mentale Verbindung hier auch herrscht. Herzverbindung. Mentale Verbindung, sehr, sehr stark zeigt sich das hier an. Sechs der Kelche, ja, ihr könnt miteinander reden, miteinander umgehen, wie Kinder, wie beste Freunde. Hier ist wirklich alles im Ausgleich. Ganz wundervolle Verbindung hier. Die Sieben der Schwerter. Die kläre ich dann noch genauer. Also schauen wir jetzt einfach rein. Die Sieben der Schwerter mit dem Hierophanten. Vielleicht denkt ihr hier, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Ja, mit der Königin der Schwerter hier, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Das kann ja gar nicht real sein. Ja. Ja, mir kommt das hier wirklich so rein, als hier die absolute Freude der Hierophant, diese Leichtigkeit, diese innere Führung, die man hier von oben hat. Die Königin der Schwerter meldet sich dann kurz in euch und fragt sich, ob das denn wirklich echt sein kann. Ja, meine Lieben, das ist echt. Hier noch die Königin der Kelche. Ah, oh, sehr, sehr lieb. Hier der König der Kelche. Was sich hier nochmal die Gerechtigkeit. Ja, hier kommt einfach Gerechtigkeit in euer Leben. Und ihr überlegt kurz mit der Königin der Schwerter, die ja sehr kopflastig auch ist, kann das denn hier alles so stimmen? Ist das hier gerade Wirklichkeit? Ihr könnt es, glaube ich, gar nicht fassen, dass das hier real ist. Und dann geht ihr aber wieder ins Herz und fühlt rein und ihr spürt einfach, ja, es ist wirklich, es ist diese Gerechtigkeit, das, was ich mir auch verdient habe, denn ich bin ein sehr liebevoller, gerechter, authentischer Mensch. Und das zieht ihr nun auch in euer Leben. So, ich kläre noch mit dem Rider-Waite. Sechs der Münzen auf den Herzschmerz. Hier mit dem Magier. Ihr habt euch das manifestiert. Ihr seid vielleicht bei einem alten Herzschmerz seid ihr absolut reingegangen, habt es verändert und hier neu manifestiert, was ihr euch wünscht. Zuerst muss man natürlich immer wissen, was man nicht möchte.
damit man überhaupt wissen kann, was man denn möchte in seinem Leben. Und mir kommt hier rein, das habt ihr getan. Das habt ihr getan und habt hier absolut die Liebe manifestiert, die Liebe in euer Leben gezogen. Nochmal die 7 der Schwerter. Mir kam hier rein, ein alter Herzschmerz lässt euch hier immer wieder zurückdenken und zu vergleichen. Kann das denn hier wirklich sein? Oder ist das gerade vielleicht nur ein Lovebombing? Ja. Viele fragen sich das, aber da ist noch ein alter Herzschmerz, der euch diese Gedanken hier, der euch an diese Situationen erinnert. Ihr kommt hier aber rein, ihr braucht hier absolut keine Angst und keine Sorgen hier zu haben, denn es ist hier die Fülle, eure Überfülle, euer Kelch, ja? Nochmal die 2 der Kelche, ja. Es ist hier. Ihr habt vielleicht kurz Zweifel, ist das Betrug, ist das, vielleicht werde ich wieder nur verarscht, so in diese Richtung. Aber ihr könnt hier wirklich sicher sein, dass das passt, ja? Und wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es wahr. Der Herrscher hat sich hier noch gezeigt mit der Mäßigkeit. Ja, ihr könnt hier wirklich vertrauen. Zum dritten Mal die Gerechtigkeit. Es wird hier Gerechtigkeit in euer Leben einziehen. Ihr geht hier raus aus diesem Mangel, aus diesem Herzschmerz, aus diesen alten Verletzungen, aus unbefriedigenden Partnerschaften, Situationen, Verbindungen, geht ihr hier raus. Ihr geht in die Gerechtigkeit. Ihr möchtet das nicht mehr. Und wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann glaubt daran, es ist wahr. Nur euer alter Herzschmerz erinnert euch eventuell noch an vergangene Situationen, vergangene Verletzungen. Und ihr könnt es fast nicht glauben, was hier geschieht. So, noch eine Seelenpartnerkarte. Ja, ganz, ganz wichtige Karten sind hier gefallen. Vergebung. Durch Festhalten an alten Enttäuschungen ist nichts zu gewinnen. Also perfekter hätte die Karte gerade nicht sein können. Vergebt einfach diesen alten Dingen, die passiert sind. Und es bringt nichts, an alten Enttäuschungen festzuhalten. Taten sagen mehr als Worte. Verleiht deine Liebe durch Taten Ausdruck. Und dann möchte ich euch ganz was Bestimmtes erklären. Wenn ihr euch hier im August nicht sicher seid, ist das jetzt wirklich real oder ist das wieder nur so jemand, so etwas? Dann achtet auf die Taten des Gegenübers. Denn die Taten täuschen nicht. Ja? Achtet, wenn ihr euch nicht sicher seid, achtet immer auf die Taten. Was kommt hier? Wie sind wir miteinander? Dann spürt in euer Herz rein und dann fühlt ihr ganz klar, ob das euch gut tut oder euch nicht gut tut. Euer Verstand könnte euch hier eventuell noch blenden, euch Zweifel, Sorgen hinwerfen. Was ist, wenn das wieder so ist wie in der Vergangenheit? Aber schaut ihr ganz klar auf die Taten und erkennt, nein, das ist ganz anders als in der Vergangenheit. Und dann könnt ihr auch eurem Herzen vertrauen und euch hier ganz wundervoll drauf einlassen. Viele werden hier erobert werden im August. Manche erobern vielleicht auch jemand anderen. Die Männer erobern vielleicht jemand anderem im August. Und als Frau werdet ihr hier ganz, ganz wundervoll erobert, umworben werden.
Eine Herzkarte ziehe ich noch für dich. So. Danke übrigens für die lieben Kommentare. Es freut mich, wenn dir meine Videos gefallen. Und für private Legungen schau gerne auf meine Homepage unten in der Videobeschreibung. Schau dir auch gerne dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte auch hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos meinen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. So, eine Herzkarte bitte noch. Für den August. Welche Karte lässt sich für Zeit? Welche Karte? Oh, das ist die. Das ist keine so gute Idee. Das ist keine so gute Idee. Es reicht. Zieh einen Schlussstrich und fang noch einmal von vorne an. Es ist keine so gute Idee. Ja, es ist keine so gute Idee, an dem Alten festzuhalten, wie wir hier schon hatten. Es ist keine so gute Idee, ständig mit den Gedanken das Alte zu wiederholen. Also lass dich im Moment einfach auf die Situation ein und du wirst sehen, du wirst spüren, was die Wirklichkeit ist. Bei manchen könnte es hier sein, dass sie hier wirklich, das ist aber nur bei manchen, dass hier Lovebombing geschieht, dass hier etwas vorgespielt wird, dann achtet ganz, ganz stark auf die Taten. Taten sagen mehr als Worte. Wenn euch jemand ganz, ganz viel verspricht für die Zukunft, dann ist es natürlich ein Warnzeichen. Schaut auf die Taten, schaut auf die Taten, auch auf die Kleinigkeiten im Alltag, schaut auf die Kleinigkeiten im Alltag, denn das zeigt wirklich, wie der Mensch denkt, wie der Mensch ist. Ja, das noch als Anhang dazu. Gut, meine Lieben, das war's. Ich wünsche euch alles Liebe für den August. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis bald.